So, die Tanja wird zum richtigen Motorrad-Adventurer. Super macht sie das. Ja. Guten Morgen und willkommen zu Unterwegs in Afrika. Heute ist der dritte Tag unserer Fahrt entlang der Walküste ins Bride River Tal und heute geht es weiter ins Kap Wineland, um genauer zu sein nach Franschhoek. Und wie das dann auf der Karte ausschaut, das zeige ich euch jetzt am besten mal. So, das schaut dann folgendermaßen aus. Jetzt sind wir hier in Robertson. Dann geht es wieder zurück auf der R43, die wir von gestern schon kennen, an dem Damm entlang. Und dann geht es hier ab Richtung Franschhoek. Franschhoek, der sogenannte Franzosenwinkel. Entsprechend französisch ist es dort auch und gibt super Essen und super Wein. Also es kann nur gut sein. Ne? Cool. Also ich würde sagen, dass wir jetzt mal unsere Pferdchen satteln und dann geht's los. Jetzt raus aus Robertson, hey, und dann Richtung Worcester erst einmal und dann Richtung Franschhoek. Die letzten Blüten hängen an den Jacaranda-Bäumen, total hübsch. Die werden heute auch nicht mehr gepflanzt, weil die brauchen zu viel Wasser und ich meine, ihr wisst ja, Wasser ist irgendwie nicht mehr so leicht erhältlich in dem Land. Ne? Jetzt wird noch mal kurz ein bisschen getankt und dann geht's los. Das Paradies der Pumpkins. Jede Menge Kürbisse in allen Farben. Hello. Hello, how are you? Beautiful, eh? The most beautiful pumpkins ever. Yeah, it looks like flowers, yes. Yeah, amazing. It's like a calabas. Mm. Direkt an der Straße zwischen Worcester und Montague im Bride River Tal gibt es hier so eine kleine Farm und die spezialisieren sich auf die Anbau und Kultur von essbaren, aber auch von dekorativen Kürbissen. Und hier gibt es Kürbisse in allen Formen und Varianten, die habe ich noch gar nicht, noch nie gesehen, so in der Art. Fantastisch. So, die liebe Tanja hat sich entschlossen, ihr Ducati Scrambler jetzt einfach mal hier zwischen den Kürbissen zu parken. Tierwaterskluft-Damm vorbei, geht eine kleine Brücke drüber, aber vor der Brücke biegen wir rechts ab auf die R45, die uns über den Franschhoek Pass direkt nach Franschhoek runterbringt.
vom Franschhoek Pass direkt nach Franschhoek rein. Ui, die Spitzkehren, ein Traum. Ein bisschen genauer anschaut, die zu den Weingütern führen, die haben alle französische Namen. Ne? Die wachsen überall Trauben bis an den Straßenrand. Dann fahren wir jetzt nochmal ein bisschen raus aus Franschhoek, ganz hinten rein ins Tal. Das ist nämlich noch einmal was ganz Interessantes, was wir uns gerne anschauen. Zum richtigen Motorrad-Adventurer. Ja, ich meine, ihre Reifen sind zwar jetzt nicht perfekt für diese Piste gedacht, aber es geht irgendwie. Ne? Super macht sie das. Ja. Durch Franschhoek durch. Hier gibt es natürlich einen ganzen Haufen günstige Autos. Ne? Jetzt haben wir gerade irgendwie dicke Mercedes und Ferraris und Bentleys und was ein bisschen so auf dem Luxusmarkt unterwegs ist. Und dann sind natürlich auch jede Menge Biker hier. Ne? Also das Ganze ist extrem. Oh. Das Ganze ist extrem populär. Ne? Was haben wir hier für einen? Lamborghini oder sowas. Ja, ja, ja. Thank you.
So, jetzt gibt's eine kleine Käseblotte zum Wein probieren. Very, very lecker. Und das ist eine fantastische Aussicht über die Weinberge von Franschhoek. Besser geht's nicht. Pinotage ist meine Lieblingstraube. Spezialität in Südafrika und deswegen gibt es hier natürlich die Rickety Bridge Pinotage 2019. Super lecker. So, da haben wir jetzt den Crossover. Das ist der Premium von Rickety Bridge. Den kann man bis zu 15 Jahre lagern. Das ist eine extra dicke, extra schwere Flasche. Das ist 2018er, das ist der absolute Spitzenwein von dieser Weinform. Und bevor die Biene jetzt da oben reingeht, trinke ich den jetzt am besten. Zum Wohl. So, jetzt sind wir hier am Hugenottenmonument hier in Franschhoek. Die Hugenotten waren französische Protestanten, denen mit der Einführung des Edikt von Nantes bei König Henry von Frankreich im Jahr 1598 umfangreiche Rechte gegeben wurden, sich in Frankreich einfach frei auszuüben. Sie haben ihre Jobs ausüben dürfen, alles gut. 1685 haben sie dieses Edikt zurückgezogen und die französischen Protestanten haben sich überhaupt nicht mehr so gut gefühlt, weil die haben jetzt besonders restriktive Maßnahmen gegen sie gehabt. Das heißt, die haben keine Jobs mehr ausüben dürfen, Religionsfreiheit war nicht mehr garantiert, Riesenproblem. Was haben sie gemacht? Sie sind zum Nachbarn Holland gegangen und die Holländer haben hier unten am Kap eine Kolonie gehabt und haben die Franzosen gesagt, ja, wir können wir Wein anbauen und wir haben verschiedene Fertigkeiten, das wollten die Holländer natürlich ausnutzen. Dann haben sie sie hier runtergeschickt und in den sogenannten Franzosenwinkel geschickt. Heutige Franschhoek. Zusammengefasst, durch die Aufhebung des Edikts von Nantes sind die Hugenotten hier nach Franschhoek gekommen, also nach Südafrika gekommen und nach Franschhoek geschickt worden, um sich hier frei zu bewegen. Und es hat ihnen natürlich viel Freiheit gegeben und aus dem Grund haben sie sich hier sesshaft gemacht, sozusagen. Ne? Ein wunderschöner sonniger Morgen hier in Franschhoek. Im schönen Basse-Provence Gasthaus. Gebäude ist erbaut 1855. Da gibt es noch ein bisschen mehr Geschichte dazu, erzähle ich euch später. Heute geht es wieder weiter Richtung Kapstadt und wieder nach Hause, was auch okay ist. Und wie das auf der Karte ausschaut, das zeige ich euch jetzt einmal. So, jetzt sind wir im schönen Franschhoek. Na, der Franzosenwinkel. Dann geht es ein Stück weiter Richtung Westen, dann links auf die R310 nach Priel, Stellenbosch. Dann geht es ein Stück Richtung rüber Richtung Paarl, runter auf die N1 und dann leider über eine relativ schnelle Straße wieder zurück in die Stadt und dann wieder zurück nach Hout Bay. Na? Und das ist der Plan für heute. Jetzt geht es erst einmal lecker Frühstück und dann mache ich noch eine kleine Ansage und dann geht's los. Ne? Heute ein bisschen windiger wieder, aber ist okay, das sind wir jetzt eh schon gewohnt. Ne? Also. So, ganz kurz zu Basse-Provence. Basse-Provence, die niedrige oder die untere Provence, war eigentlich mal eine große Farm, die sich von dem Bergmassiv im Norden bis zur anderen Seite vom Fluss hingezogen hat, wo wir gestern beim Weintasting waren. Es ist dann im Laufe der Jahre immer verkleinert worden und Teile sind verkauft worden. Auf alle Fälle hat diese Großfamilie hier seit 1820 in etwa gefarmt und dann mehr und mehr diese Häuser gebaut. Das ist jetzt ein typisches Haus im typischen kap-holländischen Style gebaut. 1855 steht da oben drauf. So, jetzt aber zum Frühstück und dann geht's los. Noch nie da gewesen, oder? Das war da, wo du gestern geschwommen bist. Aber das
also ganz vorne die Starmauer, du warst da hinten. Cool, eh? Stellenbosch ist natürlich nicht nur bekannt wegen seiner Historie oder Geschichte oder des Weinanbaus, sondern hier gibt es auch eine ganze Menge Olivenfarmen. Okay. Olivenhaine, soweit das Auge reicht. Jetzt sind wir hier bei Chalonier. Ist eine kleine Farm, die produzieren ihre eigenen Oliven und machen da total leckere Taponaden und Brotaufstriche und alle möglichen Delikatessen draus. Natürlich auch Olivenöl und was man sich ein bisschen so denken kann. Also wirklich lecker. So, kommt doch mal mit in den Tasting Room, also in den Probierraum von Chalonier, wo es die absolut leckeren Oliven-Spezialitäten aller Arten gibt. Okay, da haben wir jetzt Olive- und Chili-Marmelade. Dann haben wir hier Chocolate Spread mit Strawberry. Dann haben wir hier verschiedene Oliven-Taponaden. Nochmal Chocolate Spread mit Zwiebelmarmelade, Bacon Jam, Orange. Schaut euch mal die Blau-Cranes an. Mit Babys dabei. Absoluter Wahnsinn. Der blaue Kranich ist auch der Nationalvogel von Südafrika. So, bei dieser Hitze darf natürlich eins nicht fehlen. Ice Cream from De Villiers Ice Cream Shop in the Spice Route. Und ja, da holen wir uns jetzt ein Kügelchen oder zwei und dann geht es wieder weiter und dann geht es nach Kapstadt und dann geht es erst einmal in den Swimmingpool, weil es ist absolut brutal heiß. Ja. Das war der heutige Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, wie immer unten abonnieren. Daumen hoch. Wenn ihr eine App habt auf eurem Phone, könnt ihr auch die Glocke aktivieren, weil dann wisst ihr, wenn ich euch wieder mitnehme zu meinem nächsten Abenteuer. Und da freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Uwe.